Ist das ein wunderschöner Morgen! Guten Morgen, meine werten Damen und Herren. Mein Name ist Arizu. Bei mir tropft es ein bisschen von der Decke, weil dieser komische Ventilator nicht ganz richtig funktioniert. Und ich bin heute ganz früh morgens aufgewacht. Und jetzt erstmal ein leckeres Steak. So, oh Gott, meine Steakgeräusche sind gar nicht mal so laut. Oh, wobei, irgendwie doch. Okay, auf jeden Fall, in meinem Schrank habe ich tatsächlich noch nichts liegen. Hier könnte ich mir eigentlich ein Buch schnappen oder hier in den Spiegel gucken, wenn er funktionieren würde. Aber das funktioniert nicht. Deswegen gehe ich, glaube ich, zuerst, um mein Morgen richtig zu starten, an den nicen Kühlschrank von Chanel Electric. Ja, was habe ich... Was war das denn für ein Geräusch? Hä? Ich gehe mal kurz runter. Das kam doch aus dem Keller. Entschuldigung? Entschuldigen Sie bitte? Was tun Sie da? Oh, was sind das für komische Fledermäuse? Oh, entschuldigen Sie bitte! Was ist hier los? Warum sind meine Augen so rot und es ist Vollmond? Ich fühle mich so befreit und so... Alter, meine Augen sind rot und ich hab Blut an den Zähnen. Was ist das? Meine Hungerkeulen haben sich verändert. Auf Blut. Und ich habe ein komisches lila Level. Was ist das für ein lila Level? Ich habe ein anderes Cape an. Ich sehe aus wie ein Vampir oder sowas. Was ist das hier für eine Burg? Hallo? Entschuldigung? Ist da jemand da? Ich kenne mich hier nicht aus. Oh. Hi. Wer bist denn du? Ich bin der Roman. Hi, ich weiß nicht, was hier abgeht. Hallo, Arizul. Oh, du kennst meinen Namen also. Hallo, Mona. Wie geht es dir, Mona? Du, ich gehöre hier eigentlich nicht hin. Ich glaube, das ist ein kleines Missverständnis, weil ich wollte eigentlich... Du bist nur einer von uns. Ein Vampir. Ich bin eigentlich noch nie ein Vampir gewesen, sondern ich habe da so einen Typen in meinem Keller getroffen, der mich mit Fledermäusen angegriffen hat und seitdem bin ich ein, naja, wie soll ich sagen, Vampir. Komm hinein, hier ist dein neues Zuhause. Mein neues Zuhause? Hier drin, Alter? Okay, wie genau läuft das hier ab? Ist das hier so eine kleine, Fernsehshow, oder? So, du bist ein Vampir, bin ich im Fernsehen? Ich zeige dir unser neues, schönes, dunkles Schloss. Dunkles Schloss? Ist das hier so eine Art Vampiraufenthalt oder so, Mona? Hör zu, Alter, hier ist sogar ein Vampir-Shop einfach. Alter, was ist denn hier? Du bist ein Blutsauger. Die Kühe hier machen uns satt. Ihr saugt Kühe aus und so esst ihr die? Also in der normalen Menschenwelt essen wir die ganz auf. Weißt du, ich meine, ihr Vampire seid da nochmal ein bisschen, ne? So ein bisschen diätmäßig unterwegs. Ihr trinkt nur den Saft. Okay, alles klar. Ich denke, Vredos Vorlesung hat schon begonnen. Vampirvorlesung? Ich soll da reingehen? Ich habe eigentlich noch nie ein Studium besucht, weißt du, ich meine? Also geh da rein, von ihm kannst du noch einiges lernen. Okay, Mona, aber eigentlich bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich das wirklich tun sollte. Na gut, wir sehen uns. Na, dann gehe ich da mal rein. Wahrscheinlich Vampirvorlesung. Autsch. Oh ja, Vampirvor... Was? Du, Alter? Was machst du denn Hallo. Hier? Hallo. Hi, guten Tag. Ich gehe jetzt zur Vampirvorlesung. Du, sag mal, seit wann wohnst du hier? Boah, wissen Sie meinen Namen? Lars, willst du mich veräppeln? Ich bin's, Mann. Ich bin Roman. Ich bin Vampir. Roman? Ja, Mann, ich bin Vampir geworden. Guck mich mal an, Alter. Ich hab nur einen Zahn. Ich sehe aus wie Jenkins, ey. Roman, du bist es wirklich? Ja. Du hast nur einen Zahn. Warum fehlt dir ein Zahn? Weil wir, keine Ahnung, eigentlich haben Vampire immer zwei Zähne, aber ich hab jetzt nur einen. Mann, was machst du denn hier? Seit wann sind deine Beine so trainiert und deine Arme? Du siehst aus wie ein muskulöses Skelett, Mann. Darüber meine Hose! Du hast deine Hose vergessen. Hey, wir müssen jetzt in die Vampirvorlesung. Auf geht's, komm. Wir gehen da jetzt rein. Go, go, go. Oh, ich hab jetzt. Lass jetzt reingehen, bevor der Unterricht losgeht. Wer stört hier meine Vorlesung? Entschuldigen Sie, Herr Fredo. Guten Tag. Ich schwöre dir, das ist der Typ, der mich zu einem Vampir gemacht hat. Der Typ hat mich zu einem Vampir gemacht. Ein neuer Vampir. Wie ist dein Name? Mein Name? Mein Name ist Lars, hallo. Das ist Lars. Ich möchte gerne Vampir werden. Setzt euch hin, ich bin gerade dabei, die Grundlagen des Vampirseins beizubringen. Ah ja, er hat hier auch ein Bild mit Blut. Körperchen. Ja, und er hat noch ein bisschen Blut unten am Kinn hängen. Wo war ich stehen geblieben?
Weiß ich nicht. Lars, schreibst du mit? Hast du? Ich schreib mit. Du hast sogar einen Block mitgenommen, Alter. Was geht denn hier ab, ey? Als Vampire dürfen wir nicht am Tageslicht raus. Schreibst du das auf, Lars? Ich bin gerade dabei, ja. Alles klar. Genau. Können Sie auch irgendwas erzählen, was man theoretischerweise noch nicht weiß? Erisul, komm mit. Oh, oh, Lars, ich glaube, ich habe ihn blöd angemacht. Okay. Nimm meine Skizzen. Ich nehm die Skizzen mit. Erisul, komm mit. Dein Skelettkumpel darf hier nicht rein. Oh. Was? Was? Warum denn nicht? Also, weil er... Warum denn? Lars, guck durchs Fenster. Guck durchs Fenster durch. Mano, ich will doch auch unbedingt... Was hast du aufgeschrieben? Du bist ein Trottel, Lars, hier. Hast du deine Dings wieder zurück? Trink das Blut aus dem Altar. Okay. There is not... Not enough blood in the Altar? Wie kann das denn sein? Ich habe hier nochmal mehr Blut dabei. Noch mehr Blut. Aber das ist doch... Wow! Alter, Vampir-Erisul, Vampir! Was ist denn jetzt gerade passiert? Mona, was soll denn das? Alter, da ist gerade ein Blitz eingeschlagen. Und ich habe Leben da... Was? Oh mein Gott, ich habe Regeneration 600 gerade bekommen. Der Chef hat dich gerufen. Was? Wo ist Mona? Ich sehe Mona nicht. Oh, beeil dich, Erisul. Was? Was ist denn jetzt passiert? Mona ist draußen. Im höchsten Turm ist unser Chef. Was? Warum muss ich denn auf einmal zum Chef? Lass, ich habe da drinnen gerade einen Blitz ausgelöst, als ich dieses gesehen. Blut getrunken ich habe. Okay, gut, wir gehen dann darauf. Ja, Lars, okay. Kommst okay, wie kommen wir nach da oben am besten? Alter, meine Blutanzeige ist riesig. Ich muss hier richtig aufpassen. Ja, Mann, ich bin auch fast rausgeflogen. Meine Blutleiste ist komischerweise verklumpt. Jo, hast du Bock auf einen Schluck Knochenmilch? Knochenmilch? Was ist denn Knochenmilch? Hier, nimm einfach mal einen niceen Sip. Wie machst du die selber? Was ist das? Was, Alter? Aus eigenen Knochen gemacht. Boah, ich habe jetzt voll viel aus deinen Knochen. Alter, Junge, man hat Jump-Boost mit denen einfach. Guck mal, wie hoch ich springen kann. Du kannst einfach Die funktionieren bei mir gar nicht. Du kannst einfach Knochenmilch herstellen. Alter, das ist ja übercool. Lass, du hast voll die coole Fähigkeit. Danke. Knochenmilch. Nur Alter. Bin ich kein so toller Vampir. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht kann ich dich ja beißen, aber ich glaube, du hast nicht genug Geht Blut. Nicht, ich habe kein Blut mehr. Habe ich verloren. Mehr. Ja, wo geht's hier lang? Ach, da hoch. Oh, Alter, hier sind einfach so Kanonen, gell? Oh, oh, Lars. Ich glaube, das kann gefährlich werden. Oh, Alter, hier ist sogar so ein Bild von so einer Frau, die so Blut isst oder sowas. Oh, Alter, das ist Alter, voll schon richtig crazy. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hoch hier in die gute Stube. Hallo? Hallo? Da, Mann. Hallo? Oh, hier ist ein Kühlschrank. Alter, hier ist eine Fledermaus oder sowas. Entschuldigung? Was soll das denn werden? Entschuldigen Sie. Ihr? Wer hat das gesagt? Ich glaube, das war die Fledermaus da vor uns. Entschuldigung, wir suchen nach dem Chef, der hier oben eigentlich wohnt und nicht nach einer Fledermaus, wissen Sie? Der Chef sieht ein bisschen chefiger aus, so wie ein Vampir. So. Genau so! Hat der sich gerade... Ich glaube, der hat... Okay, wir haben uns gehört, es tut mir leid. Ich kann gar nichts riechen. Schön, unseren neuen Vampir zu sehen. Ich bin der neue Vampir. Sag mal, warum sieht der eigentlich so cool aus, Lars? Und warum sehe ich aus wie so ein bisschen obdachlos? Du siehst aus wie ein angeschwollener Vampir irgendwie. Ich sehe aus wie ein angeschwollener Vampir. Du hast gutes Vampirblut in dir. Danke. So was Nettes. Ich glaube, ich bin gar nicht gemeint damit. Nee, Lars, du bist eher so ein Knochenzermaler. Stell dich hier hin. Hier hin? Wie meinen Sie das? Also, hören Sie zu, ich bin nicht so, so gut in solchen Sachen, wissen Sie? Hören Sie zu, das ist eine... Also, ich glaube, der will mich so... Vampire müssen fliegen können! Wow! Roman! Was? Oh mein Gott! Was ist passiert? Lars! Ich bin eine Fledermaus geworden! Was ist das denn? Laber nicht, Alter! Was ist los? Alter, glaubst du, du kannst mit deiner Fähigkeit irgendwie auch so Milch trinken und dann wirst du irgendwie so ein bisschen wie so ein, auch wie so eine Fledermaus? Was? Lass, du musst nochmal niesen. Bitte nies nochmal. Das geht nicht immer auf Anhieb. Digga, du warst gerade eben ein Vogel, ich schwör's dir. Du sagst... Ja, genau. Alter, du bist ein Vogel. Nein, was?
Was ist denn jetzt los? Los, ja, nein. Du musst nochmal niesen. Du musst wieder zu diesen. Du musst. Ja, genau. Hä? Richtig gute Idee. Wow, pass auf. Nicht mehr niesen. Bleib so, wie du bist. Okay. Kannst du fliegen, Alter? Oh mein Gott, ich kann's. Du kannst fliegen ich einfach. Kann's. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Oh Mann. Alter, ich kann sogar als Vampir kann ich sogar Nachtsicht Juhu. Verwenden. Ich bin voll schnell. Echt jetzt? Ich kann auch ein bisschen schnell fliegen. Whee! Hey, wo bist du hin? Ich sehe dich gar nicht. Ich fliege hier gerade um den Turm herum. Ich gehe gerade wieder nach unten. Ich glaube, ich sauge erstmal ein paar Kühe aus. Das Hexengeräusch. Ah. So, jetzt werde ich hier erstmal wieder normal. Und jetzt werde ich erstmal versuchen, eine Kuh auszusaugen. Mal gucken. Oh, ich hab. Alter, wenn ich eine Kuh angucke, dann habe ich so ein Vampir-Symbol und ich kann. Oh mein Gott. Ich trinke die Kuh. Laber das macht doch voll die crazy Soundeffekte. Ich kann mich nicht mehr zurückverwandeln. Ich bin jetzt die ganze Zeit ein Ich habe sie gleich Papagei. Aufgetrunken. Oh, ich habe die Kuh leer getrunken. Alter, die Kuh hat einfach kein Blut mehr. Ich habe sie leer... Oh mein Gott. Oh mein Gott, was habe ich aus der Kuh gemacht? Oh nein, es tut mir leid, Kuh. Ich habe sie, glaube ich, ein bisschen zu viel ausgesaugt. Okay, ja, ich glaube, das verschieben wir auf morgen. Hör zu, wo ist eigentlich dieser komische Typ hin? Die Kuh greift dich an. Alter, die Kuh ist verrückt geworden, seitdem ich sie aufgesaugt hat. Sie hat den Rinderwahn bekommen. Oh Gott, da ist ihre Seele. Ich esse ihre Seele. Okay. So, Alter, richtig crazy, Mann. Das war gerade übercrazy. Ich habe einfach die Kuh ausgesaugt, gell? Ich glaube, ich saug jetzt erstmal nichts mehr auf. Was? Roman, Da ist er wieder. Arzul, hier bist du ja. Ja, wir sind hier. Und ich... Und Lars ist auch hier. Du gefällst mir. Was soll das heißen? Ich bin mir auch nicht ganz so sicher, was das heißen soll. Hör zu, Damon, komm mit. Wir kaufen dir deinen eigenen Sarg. Meinen eigenen was? Sarg? Weißt du was, Damon, ich schlafe eher lieber in einem Bett. Wir gehen in den Laden hier rein. Junge, guck dir mal den Ladenverkäufer an, so wie der aussieht einfach, gell? Hallo, die Herren. Hallo, Armand. Schickes T-Shirt hast du da an. Ja, hätte ich auch gewählt. Bei mir gibt es die besten Särge. Ich wollte eigentlich keinen haben, aber Damon will, dass ich einen kaufe. Armand, das hat nicht mal geklappt, gell? Armand, das weiß ich doch. Aerosu, wähl dir einen Sarg aus. Lars, welchen soll ich nehmen? Den da vielleicht, der sieht irgendwie... Ich glaube, ich nehme den hier. Der sieht ganz cool aus, glaube ich. Ich glaube, der ist so weiß innen. Draußen ist der so ein bisschen normal. Kann ich mich... You only can sleep a day. Alter, ich kann einfach nur tagsüber schlafen in dem Ding, gell? Das habe ich noch nie gelesen. You can only sleep a day. Okay, dann nehme ich, glaube ich, den hier mit, ne? Also ich nehme den einfach mal... Oh, Lars, kannst du mir meinen Sarg geben? Natürlich, dein Sarg hast du sehr, sehr gerne. Guck mal, die bezahlen hier mit Goldäpfeln. Interessant. Okay, dann danke dir, Armand. Ich nehme den Sarg gleich mit. Gute Wahl, Aerosul, den nehmen wir. Oh, ich habe noch einen. Achso, Lars, ich hab, glaube ich, einen falschen. Oh, dann nehme ich den. Nee, warte. Willst du auch... Okay, dann nimm du den. Okay. Bitte. Oder willst du den... Lass einfach beide mitnehmen, dann hat jeder von uns einen Sarg. Ich will Skelette könnte schlafen. Ich glaube, ich brauche gar keinen. Doch, du musst eigentlich in dem hier schlafen, aber der ist zu irgendwie. Okay, danke für den Verkauf, das ist eine echt coole Sache. Es wird hell. Aerosu, ich zeige dir, wo du schlafen musst. Es wird hell? Oh. Okay, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich raus. Oh, es wird wirklich hell, Alter. Damon? Lars, der bringt mich dorthin, wo du gerade rausgelaufen bist. Alter, wohnst du nicht hier? Eigentlich schon. Da wohnst du nun neben deinem Skelettenkumpel. Okay, alles klar. Danke dir, Damon. Wir gehen dann hier pennen, ja? Leg dich schnell schlafen. Kommen Sie rein. Alles klar. Dann danke dir, Damon. Wir sehen uns. Ciao. Okay. Tür zu. Digga, das ist deine Bude das hier, Das ist Mann? Meine Bude hier. Hier, meine Crib ist das hier. Kann man hier... Achso, du hast einfach eine Tür. Wo soll ich pennen, Alter? Soll ich eine leg hochgehen? Guck mal, hier ist schön. Einfach hier in die Ecke, ja? Okay, genau. Hier einen hin, einen guten Sarg. Und hier einen hin, einen guten Sarg. Okay, Mann. Ich auch hier dazu. Dann lass mal pennen gehen, gell? Okay, Mann. Ich mach bei dir zu, okay? Danke. Das obere kann ich leider. Doch, ich kann es zumachen. Das ist cool. Okay, ich gehe jetzt auf Pen. Was? Wow. Alter, ich bin schon wach.
Ich hab schon versucht, Frühstück zu machen, aber ich habe nichts gefunden zu essen. Ja, du isst doch auch nichts, oder? Verdammt. Okay, wie hast du geschlafen eigentlich? Also, ich habe dich nämlich noch zugedeckt. Boah, ich hab ein bisschen Rückenschmerzen. Ist das eigentlich hier deine Frau? Ja. Die schläft noch, gell? Okay, dann bevor wir sie aufwecken, lass mal losgehen. Was ich glaube, es ist wieder Tag. Ich habe eine Idee, was wir machen können. Ich meine, es ist wieder Nacht. Ja, es perfekt. Es ist wieder Nacht. Wir gehen einfach immer schlafen, damit es Nacht wird, gell? Ist richtig witzig. Okay, ich habe eine Idee, was wir machen können. Okay, pass auf. Du kannst dich in den verwandeln und ich mach die. Okay, pass auf. Weißt du, was wir machen? Ich krieg echt Hunger, ey. Daher, dass wir jetzt sowieso... Ich habe auch Hunger. Ich habe richtig Hunger sogar. Und zwar, ich habe Hunger auf Menschenblut. Pass auf. Ich habe eine Idee, was wir machen. Lass mal in die gute alte Dingsstadt fahren, wo ich damals gewohnt habe. Und dort beiße ich jetzt erstmal ein paar Menschen. Kommst du hier runter? Hier, wo bist du? Ich bin hier runtergeflogen. Siehst du mich? Hier. Guck Richtung Strand. Ah, da. Runter, da okay, bin hab ich. Okay, dann lass mal runterfliegen. Sorry. Und ich würde sagen, wir werden dort jetzt erstmal ein paar Opfer suchen. Ich bin mir nämlich relativ sicher, oh ja, da baut sich die Stadt schon auf. Da sind sie. Menschen. Jetzt kommt ein Vampir. Die haben sogar so ein Zeichen, dass sie keine Vampire mögen. Stimmt. Muss ich aber noch jemanden finden, glaube ich. Hier muss irgendwo ein... Ja, stimmt. Skelette mögen sie wahrscheinlich, gell? Irgendwo hier dürfte... Wo bist du? Ich fliege hier gerade in der Mitte herum. Wir suchen jetzt nur noch nach dem richtigen Passanten. Irgendwo läuft hier bestimmt nachts jemand herum. Und das ist die Zeit, wo ich mich umverändere, wieder in den Vampir und jemanden hinterherlaufe. Einfach beißen, gell, diese arme Frau. Ist hier noch jemand? Warte, ich guck mal, ob hier vielleicht noch jemand läuft. Alter, so ein bisschen Vampirangst und Schrecken einjagen. Lars, hast du noch jemanden gesehen? Ich habe jetzt bisher nur ein Opfer gesehen. Okay, pass auf, dann habe ich eine Idee, was wir machen. Wir müssen unsere Opfer zu Hause besuchen. Weißt du, was wir machen? Wir werden denen sagen, so dass wir Pizza, ob die Pizza bestellt haben. Und dann kommen die. Und dann sagen wir, dass wir Skelette oder Süßes, sonst gibt es Saures oder sowas. Ja, okay, Süßes oder Saures, stimmt. Okay, welches Haus zuerst? Welches Haus zuerst? Das hier, oder? Guck mal, okay, let's go. Also extra Halloween-Schmuck, so. Der wird locker dran gehen. Klopf, klopf, klopf. Ding Dong. Süßes oder Saures? Du hast... Oh nein, warte Vampire. Warte mal, der hat eine Gabel in der Hand. Nein, alles gut. Chris, wir sind Vampire und wir sind gekommen, um dich zu fressen. Was hat er da aufgestellt? Drei Teufelsnamen ist es. Ich denke, meine letzte Stunde hat geschlagen. Da hast du recht, Chris, denn ich werde dich jetzt aussaugen, denn ich bin ein böser Vampir. Ja. Hä? Was? Ey. Was? Warte mal, ich hab damit gar nichts zu tun. Ich bin gar kein Vampir. Moment, stopp. Was ist hier los? Oh, was? Wir sind in einem Keller gefangen. Hä? Ach, schon besser. Ich hab damit nichts zu tun. Knoblauch nicht. Oh, sie hilft. Hey, warum hast du uns hier eingesperrt? Zugemacht. Oh. Ihr habt doch nicht wirklich gedacht, dass ihr es gegen einen erfahrenen Vampirjäger schafft. Ja, eigentlich schon, oder? Injektion? Lars? Ich hab das Gefühl, wir wurden gefangen genommen. Von einem Vampirgeister-Knochenjäger. Und ich glaube, der wird uns hier wahrscheinlich behandeln. Okay. Leute, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir sind hier eingesperrt. Und, schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr so denkt. Wir sind jetzt, glaube ich, erstmal geliefert. Was ist mit mir passiert? Ich bin so normal. Hä? Warte mal, wenn ich jetzt hier das da... Was? Lars, was ist passiert? Hast du dir gerade eine Spritze gegeben? Ja, ist nach Knoblauch. Nein, Lars, du hast dir die Knoblauchspritze gegeben, oder? Oh nein, das ist die Knoblauchspritze von dem Vampirjäger gewesen, die du da gerade genommen hast. Ich liebe Knoblauch, gib mir noch mal mehr. Du bist kein richtiges Skelett mehr, sondern nur noch so ein Lars-Skelett. Und ich bin jetzt wieder... Oh nein. Ich bin kein Vampir mehr. Hey, dieser komische Geisterjäger. Wo ist dieser Typ überhaupt hin? Das ist dieser Geisterjäger, der uns hier reingesteckt hat. Oh, hier verwahrt er einfach so eine kleine Dings, ne? So eine einfach kleine nur eine Kerze einfach. Das ist die Knoblauchinjektion gewesen. Wir müssen unbedingt hochgehen. Jetzt sind wir wieder normal. Alter, wir haben alle unsere Zauberkräfte und Powerkräfte verloren. Das ist richtig Katastrophe. Oh nein, da kommt er. Versteck dich. Hallo, Chris. Das ist ja... Sind das Bilder von uns? Lars, der hat hier ein Bild von dir einfach aufgehangen, ey.
Guten Morgen, schön. Ehemalige Vampire. Was heißt die ehemalige? Lars war ja noch nie ein Vampir. Lars war eigentlich ein knochentrockener Knochentrocken. Hier, isst was. Mm. Oh, wir kriegen sogar was zu essen. Ich habe nämlich zufälligerweise noch ein paar Steak and Chips. Oh, er hat mir ein paar Steaks gegeben. Willst du auch ein paar Steaks machen? Danke. Mm. Ich habe zwar nicht so Hunger, weil, egal. Leckeres Steak. Okay, danke nochmal für die Knoblauchinjektion. Wir sind jetzt wieder normale Menschen. Eigentlich wollte ich sowieso kein Vampir bleiben. Ihr habt heute einen eurer härtesten Tage vor euch. Wieso, warum haben wir den härtesten? Ach so, was? Gibt es auch irgendwann mal weiche Tage? Ich weiß, was der machen will, Alter. Der will uns locker dazu verdonnern, als Vampirjäger jetzt zu arbeiten. Ich wollte doch erst ein Vampir sagen. Als Vampirjäger braucht ihr euch heute sehr viel Energie. Oh nein, wir können doch nicht einfach gerade... Ich war gerade eben noch Vampir und jetzt kann ich doch kein Vampirjäger werden. Ich erzähle später im Besprechungsraum, was ich konkret meine. In was für einem Besprechungsraum? Es gibt einen Besprechungsraum hier in dem Dorf? Oh Mann. Also, Alter. Ich glaube, das ist nicht richtig. Der Typ liest auch voll viel, Mann. Guck mal, wie viele Bücher der hat. Und ich finde es so krass, dass wir einfach blaue Namen haben. Hast du eigentlich auch so eine blaue Zahl über deinem Experience-Balken? Schau dich erstmal im Dorf etwas um. Okay. Hä? Okay. Wir haben irgendwie so ein zweites Level. Ich bin sogar Level 14 blau und Level 14 grün. Oh Alter, Gott. Wie lange waren wir denn da unten? Ich weiß es nicht, aber schon ein bisschen länger. Wahnsinn. Na dann, lass uns mal ein bisschen umsehen, was wir hier haben. Okay, let's go. Das ist ja auf jeden Fall so eine richtige Vampirjägerstadt, habe ich das Gefühl, Mann. Hier, dann lass mal hier die Tür zumachen. Dann können wir hier, kann man hier mal bitte die Tür zumachen? was haben wir hier? Alter, was ist... Aber ich glaube, die haben hier gut was umgebaut. Wie lange waren wir denn da unten, Mann? Ich weiß es nicht, wie lange wir hier unten waren, aber... Hey, da ist ein Knoblauchladen, guck mal. Und er ist sogar gerade im Angebot. Oh, ich liebe Knoblauch. Was denn? Hannes! Hey, weg von meiner Ernte! Ach so, hier wird nur Knoblauch angebaut, oder wie? Was? Ist einfach, Junge! Der Typ baut einfach nur Knoblauch an, gell? Oh, wer seid ihr denn? Wir sind Lars und Roman. Und wir sind, hallo. Wie soll ich sagen? Wir wollen eigentlich Vampirjäger werden, glaube ich mal. Deswegen brauchen wir, glaube ich, Knoblauch. Ah, ihr seid also die neuen Vampirjäger im Dorf! Anscheinend, ja. Also wir sind uns nicht ganz... Wir sehen irgendwie noch nicht so aus wie Vampirjäger, muss ich ganz ehrlich sein. Aber wir brauchen auf jeden Fall einen Knoblauch. Oder zwei. Oder so viele wie auf dem Bild. Oder fünf. Oder fünf. Ja, fünf ist gut. Wäre gut. Na, dann braucht ihr unbedingt Knoblauch. Kommt da rein. Okay, gut. Danke. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal, der hat sogar Knoblauch-Toast, Knoblauch mit Steak, Knoblauch und Knoblauch nicht vergessen. Habt ihr auch Knoblauch-Baguette? Weiß ich nicht. Guck mal, hier macht er irgendwie auch was aus Knoblauch. Normalerweise ist mein Knoblauch sehr, sehr teuer. Was hat denn der? Alter, guck mal, in dem seine Kisten rein. Das ist ja alles voll mit Knoblauch, Alter. Ja. Knöbchen. Oh, was? Knoblauchbrot hat der. Aber da ihr unbedingt von den Vampiren hier aufpassen sollt, kriegt ihr es kostenlos. Alter, cool. Vielen, vielen Dank, Hannes. Können wir uns das einfach cool, rausnehmen? Danke, Mann. Ich glaube, der Hannes gibt uns. Ich glaube, wir dürfen uns nichts rausnehmen. Der gute alte Hannes. Der gute alte Hannes, der gibt uns den Knoblauch. Ja, kostenlos. So. Okay, danke dir, Hannes. Kriegen wir... Oh, was? Oh, der gibt uns sogar so eine Knoblauch... Oh, Knoblauchbrot. Knoblauch... Oh, du hast mein Knoblauchbrot gestohlen, Junge. Du hast... Yummy. Hey. Was ist das denn? Oh, Alter, wie krass. Oh, ein Garlic Chicken. Pass auf. Garlic Chicken gegen Knoblauchbrot. Okay, gut getauscht. Ich muss weiter arbeiten. Tschüss und passt auf euer Blut auf. Alles klar. Danke dir, Hannes. Wir sehen uns, Mann. Wir werden deinen Knoblauch sehr lecker schmecken. So, okay. Dann schon witzig, dass wir erst Vampire waren, beziehungsweise so blutlos und dass du jetzt einfach wieder Blut hast. Jetzt haben wir wieder Blut und wir essen jetzt nur noch Knoblauch. So ein bisschen orientalisch angehaucht, weißt du? Irgendwie schon. Oh, hallo Chris. Da sind ja meine zwei Jägerlehrlinge. Oh, ja, wir haben uns gerade Knoblauchbrot geholt und Knoblauchchicken und Knoblauchsteak. Ich habe euch gesucht. Oh, okay. Wir wollten wegen dem Besprechungsraum nochmal fragen, wo war denn der? Kommt mit, wir müssen euch noch ausrüsten, wie richtige Vampirjäger. Hast du gesehen, der hat jetzt so einen richtigen Pflock in der Hand. Ja, Mann, was ist das, gell? Das ist wie so ein... Oh, Junge, was ist das denn für eine Tür, gell? Ist das, wo sind wir denn hier? Ausverkauft. Oh mein Gott, was? Oh, hier so eine Tür. Was ist das denn? Du gehst vor. Oh, hier ist irgendwie eine Frau oder so. Ah, nee, es ist einfach nur ein Typ, der ein bisschen weiblich aussieht. Anton! Oh, hi, Chris. Oh, hi, Anton. Jo, Alter, guck mal hinter dich. Was ist das denn? Hey, Anton, kannst du meine zwei Vampirjäger-Lehrlinge etwas besser aussehen lassen? Genau. Lass uns mal ein bisschen besser aussehen, Anton. Das ist, glaube ich, mal eine gute Sache. Dieser Vampirjäger, gell, der hat voll den riesigen Kopf durch seinen Hut, gell? Ja, übel. Da denkst du, sein Hut ist ausgefüllt eigentlich?
Das einfach nur holen. Ja, klar, mach ich. Ich muss jetzt unsere Vampirjäger-Besprechung für heute Abend vorbereiten. Bis später. Oh, alles klar. Okay. Das heißt also, heute Abend gibt es wahrscheinlich eine Vampirbesprechung. Okay. Ja, so ihr zwei. Ich bin der Anton. Wie heißt ihr? Das Lars? Ich bin Lars und ich bin Roman des Lars. genau, richtig. Irgendwie sowas. Also, ne? Anton, kannst du uns ein bisschen was... Junge, was für Riesenwaffen. Na, findet ihr den Anzug auch geil? Können wir vielleicht so einen Anzug haben? Das wäre eigentlich ganz cool, wenn wir den mal anziehen könnten. einfach anziehen, sagst du? Oder was ist los, Anton? Wollen wir den einfach mal... Hups, ich habe die Tür ja schon aufgemacht. Tut mir leid. Also, können wir uns das mal... Aber jetzt zu eurer Ausrüstung. Was? Oh. Ach so, wir kriegen die Anzüge nicht. Ach so, wir kriegen die überhaupt nicht? Nicht die Ausrüstung. Wir wollen die da. Da ihr heute noch eine große Prüfung vor euch habt, kriegt ihr starkes Zeug. Oh, aber kriegen wir auch den Anzug, Alter? Komm schon, wir dürfen doch bestimmt den Anzug bekommen, oder? Das ist doch bestimmt kein Problem. Komm, gib uns mal... Alter, der muss uns doch den Anzug geben. Okay, pass auf, Anton. Muss uns doch irgendwas Krasses geben. Irgendwas, was wir richtig so benutzen können, so zu kämpfen, weißt du? Wir haben jetzt Knoblauch und... Oh, hat er mir was gegeben? Was? Oh mein Gott, was ist das? Alter, wir kriegen einfach was anderes. Ich will den Anzug. Was ist das? Das ist so Hunter-Ausrüstung. So, wow. Rüstung für... Ah ja, und dann... Lass, ich will das da. Was hast du denn da für einen Hut an? Mein Hut schwebt einfach. Ja, siehst du? Oh, ich will die Rüstung haben, Mann. Was ist das? Alter, Diamond Hook. Oh mein Gott, was ist das denn? Junge, wie können wir die denn? Dein Diamond Hook ist unter die Dings übrigens gefallen, ne? Oh hier gibt es so ein paar Pfeile und sowas. Ah, Junge, Alter, ja. Richtig. Lars, der hat mir richtig viele Pfeile gegeben. Arrow Clip ist das. Genau, bitteschön, passt auf euch auf. Oh Mann, Lars, ich will diese heftige Rüstung da haben. Aber ich glaube, wir dürfen die nicht nehmen. Dürfen wir nicht tragen. Ich glaube, die ist zu future. Ja, egal. Dann holen wir einfach mal eine andere. Hey, falls ihr übrigens wollt, dass wir irgendwann mal eine Folge mit dieser Rüstung drehen und vielleicht irgendwas Krasses mit der Rüstung machen, schreibt uns das in die Kommentare, okay? Dann machen wir bestimmt irgendwas Krasses. Irgendwann kriegen wir die Rüstung. Hey, lass mal gucken, was ist denn das überhaupt, was wir da haben? Das ist... Ah, ein Diamond Hook. Ich glaube, die muss man sogar auf Baubild benutzen, kann es sein? Ja, das funktioniert. Plenty of Hooks, plenty of Speed. Hold Shift. Wie, was denn? Wow, Alter, es funktioniert. Lars, guck mal, ich kann... wie machst du das? Ich krieg's nicht. Ich kann den Hook richtig verwenden, Alter. Wie cool ist das denn? Guck mal, ich stehe... Alter, das sieht übelst nice aus. Alter, ich habe mich einfach in der Mitte jetzt gerade eingesperrt. Krass, Alter. Okay, dann müssen wir mal gucken, wie wir das dann... Warte mal, wir haben schon voll spät. Lars, wir müssen zur Besprechung. Was? Wie kommen wir zur Besprechung? Stimmt. Oh, Alter, wir haben hier auch einen Crossbow und sowas. Und wir haben, was haben wir denn noch? Alter, wir sind gar nicht mal so stark. Ah ja, okay, gut. Hier, wir machen so. Chantal, kannst du zufällig, falls ihr mal Hilfe braucht, könnt ihr zu jeder Zeit zu mir. Okay, tschüss, Chantal. Wir sehen uns. Wo müssen wir hin? Ist das hier der Besprechungsraum? Ich geh jetzt runter. Ich glaube schon. Was ist das? Okay. Hallo? Ist hier der Besprechungsraum? Ja, wir sind zu spät. Okay. Hi, sorry. Wir sind ein bisschen zu spät. Chris, alles klar. Ach, da sind die zwei. Ja, schön, dass ihr hier seid. Hi, es geht, Mann. Hi. Junge, warum habe ich eigentlich so eine komische Mütze an, gell? Ich bin so Lars, bunt. Freut mich, guten Tag. Bitte? Dein Hut fliegt einfach, gell? Nimmt Platz. Okay, alles seid ihr alle hier Dings, ne? Ihr seid alle hier Kumpels, oder? So, wo ihr weg wart, haben wir das Thema schon besprochen und alles durchgeplant. Ah ja, na klar. Der Kreis geht Richtung Kreis an den X'en vorbei. Na, das habe ich mir ja schon gedacht. Ihr seid nun gut ausgerüstet und ihr zwei habt viel Erfahrung. Ja, ich glaube schon. Wir haben so ein Katana-Schwert. Ja. Und ich glaube, wir sind jetzt sowas wie Geisterjäger. Ich sag euch! Junge, der eine Typ hat einfach so zwei solche Dinger und der eine hatte... Oh, du hast eine Axt, Alter? Ah, ich hab die Axt weggebrochen. Ich hab so ein Ninja-Schwert bekommen. Ja! So, heute ist die große letzte Nacht gekommen. Ihr müsst das Vampirschloss angreifen und zerstören. Was? Was? Wir müssen das Vampirschloss? Also sag mal, da haben wir doch Damon kennengelernt. Hey, kannst du... Aber kennst da ist mein Zuhause. Ja, stimmt eigentlich. Ich wohne da. Wir haben da unser Zuhause. Wir zählen auf euch. Hier, ich gebe euch noch was mit. Was gibt's denn, Chris? Also, gibt's irgendwie so ein spezielles Geschenk oder sowas? Oh! Was ist das? Ach so, das ist... Alter, das ist Obsidian-TNT. Das ist nicht normales TNT. Was ist das denn? Und der hat nur... Ey, der hat uns einen krasseren Hook gegeben, mit dem wir noch schneller, glaube ich, dingsen können. Abbauen können, warte mal. Ja, Tatsache, Alter. Können wir... Wow!
Alter, Lars, guck dir das mal an, wie schnell der ist. Wo bist du? Guck dir das mal an. Alter, ist der krass. Wir sehen uns wieder, junge Vampirjäger. Okay, wir werden Sie nicht enttäuschen, Chef. Okay. Lars, wollen wir mal so einen TNT ausprobieren, um einfach nur zu gucken, wie stark das ist? Hier, ich bin hochgegangen. Roman, bin hochgegangen. Ich bin einfach ein bisschen hochgegangen. Wollen wir mal so einen TNT einfach mal in der Wildnis ausprobieren, um zu gucken, wie das so läuft? Guck mal, wie krass dieser Hook hier ist. Wuup! Alter, es geht schon schnell. Man kann sogar sehen, wo man langfliegt, gell? Funktioniert der Hook bei dir, Mann? Nö. Was? Nö? Nein. Warum nicht? Ich weiß es nicht, ich bin zu dumm. Du bist zu dumm? Oh nein, Lars. Das sieht schon besser aus. Perfekt. Lass mal rausgehen. Lass mal da mal nach oben gehen. Und wir schauen mal kurz, wie das... Guck mal, wir können hier auf dem... lass mal den Dings sprengen, den guten alten Friedhof. Bist du ready, Mann? Oh mein Gott, warum willst du das? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie stark das ist. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Oh, bitte nicht. Oh, oh mein Gott, ich habe Schaden gekriegt. Boah. Alter. Was ist das für ein heftiges TNT, Mann? Das ist ein Friedhof gewesen. Das ist ein Friedhof gewesen. Okay, dann lass mal gucken. Ich glaube, in diese Richtung, wenn wir uns... Oh, Alter, hier sind überall Vampirjäger. Alter, die sind hier im Wald und jagen einfach die Leute, Lars. Wie krass ist das denn, ey? Stimmt. So, Alter, hier sind überall tatsächlich welche. Hey, und da ist, glaube ich, schon der Berg tatsächlich, wo es dann einfach demnächst gleich losgeht. Ich glaube, da müssen wir irgendwie hochkommen, auf diesen riesigen Vampirberg da hoch. Auf jeden Fall. Ha. Oh, oh, da ist ein Vampir, Lars. Da ist ein Vampir. Oh Gott. Ich schieß auf ihn. Okay, okay, okay. Ah, oh mein Gott, falsch. Ich nehme auch einen. Oh, okay. Ah. Oh mein Gott. Hä? Das oh Mist, das war der falsche. Das ist ein anderer Vampirjäger, der hat ihn einfach angegriffen. Hä? Oh mein Gott. Der macht immer noch Schattenboxen. Er macht Tschaschlik aus ihm. Der macht Tschaschlik aus ihm. Er hat schon. Er hört einfach nicht auf, obwohl er schon tot ist. Hä, der hat eine Maske angehabt. Jetzt geht er wieder weg. Alter. Das ist das Ende von dem. Das war mal ein. Den hat aber gerade gut zerhackt. Das war ein Vampir-Shish-Kebab, war das gerade. Alter. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt nach da oben? Ich glaube, du kannst einfach einen Hook werfen. Oder? Bist du dir da sicher? Ich glaube, wir müssen da irgendwie hochkommen können. Wir haben ja unsere Hooks dabei. Warte mal. Aber unsere Hooks haben nicht so eine heftige Range. Aber ich glaube, es funktioniert, wenn wir uns ein bisschen anstrengen. Ich glaube, du musst nur ein bisschen näher rankommen. Aber wir müssen irgendwie an die Brücke dort hochkommen. Ich würde sagen, warte mal. Ich glaube, wenn du da nagel... Oh, doch. Oh, doch. Es funktioniert. Oh, Alter, das ist voll cool. Du kannst dich da richtig nah dran ziehen. Es geht voll schnell. Diese Hooks sind voll cool, ey. So. Und dann jetzt da hoch. Ich bin hinter dir, mein Freund. Oh Gott. Oh Gott. Ich versuche da gerade. So. Oh Gott. Okay, das hat funktioniert. Okay, warte mal. Oh Gott. Okay. Und jetzt muss ich das hier und dann so. Oh, okay. Junge, ist das nice. Alter, ich bin oben. Lars, bist du oben? Das ist voll schwer. Genau, und von da jetzt hier hoch. Oh, Lars. Nice. Bist du da? Okay. Ich bin da. Alter, Junge, hast du das gesehen? Müssen wir aufpassen. Hast du das gesehen? Ich bin oben. Ich platziere schon mal den ersten Dings, den ersten TNT. Go, 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 rein. Okay, let's go. Oh mein Gott, das sind Vampire. Okay, okay, die greifen an. Du musst die... Greif die mit den Dings an, mit den Hunterbogen. Ich esse ihre Seele. Okay, immer weitermachen. Oh, Junge, Alter, jetzt kämpfen wir einfach gegen die Vampire, gell? Okay, schön mit dem Vampir-Blade immer draufgehen. Bam! Okay, schönes Ding. Ich habe seine Vampire... Ich sag euch. Junge, die haben sogar... Die sind sogar ein bisschen gebufft, ey. Okay. Blöde Vampire. Aua, der macht mich. Alter, die saugen dich aus, Lars. Die saugen dich aus. Du musst aufpassen. Alter, die sind gar nicht mehr so schwach, ne? Oh Gott. Alter. Ich habe keine Pfeile mehr. Du hast keine mehr? Dann musst du mit deinem Dings draufgehen. Mit deiner Axt oder was du da hast, Alter. Buh. Okay. Ich gehe jetzt auf Nummer. Oh mein Gott. Ich bin blind. Okay. Oh, man hat dich gebissen. Ich sehe es. Ich wurde gebissen, aber es ist an. Oh, ich habe auch keine Pfeile mehr. Okay. Wo ist er hin? Komm her. Alter. Oh mein Gott. Also, diese Vampire machen gar nicht mal so wenig Schaden, ne? So. Ich schub's ihn gleich hier runter. Okay, chill. Ich hab Plan B aktiviert gerade. Junge, der ist übelst stark. Komm her. Oh. Okay, ich hab ihn. Oh mein Gott. Alter. Oh. Junge. Hast du noch... Oh, okay, ich hab meinen besiegt. Bist du bei mir? Junge, ich glaube, wir haben alle Vampire besiegt. Alter, Junge. Junge, was ist das denn? Junge. Lass mal hier nochmal ein bisschen... Ey, guck mal, da ist der Sargladen. und unser Zuhause. Ein schönes Zuhause. Dann lass mal unser Zuhause jetzt wieder sprengen, bevor hier dieser komische Typ wieder auftaucht. Hier gibt's ja noch den Obervampir und ich habe ein bisschen Angst vor dem, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der war gar nicht mal so schwach. Hey, da ist noch ein Baby. Roman. Was? Damon. Ich kann ihn nicht mehr abschießen, ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe auch keine Pfeile. Doch, ich hab noch... Oh, das waren meine letzten zwei, meinte ich. Okay. Lars, ich zünd das Ding jetzt an. Weg hier! Weg hier! Ich spring runter! Nein. Okay, mit dem Hook. Oh, okay. Los.
Alles klar, das Ding explodiert. Oh ja, da sind ein paar Sachen explodiert. Okay, alles klar. Gut, dann hätten wir das, glaube ich, auch schon mal erledigt. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Okay, ich bin weg. Warum haben die eigentlich einen Briefkasten hier? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so für Eulen und sowas gedacht. Okay. Oh Mann, ich habe hier die ganze Zeit meine Hausaufgaben... Oh, ich bin die Treppe runtergefallen. Ich habe hier die ganze Zeit meine Hausaufgaben gemacht und jetzt ist es schon wieder Nacht, Mann. Ich habe gar nicht gemerkt, dass meine Tage hier so schnell verschwinden. Eigentlich muss ich mir mal ein Sandwich oder sowas... Was? Roman! Hey! Roman! Wie bist du in mein Haus reingekommen? Okay, pass auf. Ich habe eine ganz, ganz interessante Sache für dich. So, erstmal hier kurz. Ich habe einen mega krassen Kohldampf. Hast du zufällig noch ein paar Hotdogs oder sowas? Ja, du kannst in meinen Kühlschrank reingucken. Ich wollte mir eigentlich auch gerade ein Sandwich machen. Sag mal, wie bist du in mein Haus reingekommen, ohne überhaupt... Ich glaube, deine Mikrowelle ist gerade kaputt gegangen. Du hast meine Mikrowelle kaputt gemacht? Du hast sie einfach gestartet, ohne dass du... Also, pass auf. Ja, okay. Hör mir zu. Also, ich habe aus Versehen deine Tür eingetreten. Es tut mir leid. Ich ersetze diese Tür, okay? Wir müssen heute los. Es ist heute nämlich was richtig, richtig nice. Was denn? Und zwar gibt's hier vorne eine Halloween-Party. Zieh dich an, los, let's go. Hä, was soll ich mir denn anziehen? Ich weiß gar nicht, was ich für ein Kostüm brauche. Wobei, ich habe Kostüme oben. Hey, willst du auch noch ein Kostüm anziehen? Du kannst dir eigentlich eins von mir ausleihen. Ich habe sogar extra ein paar noch gekauft. Ich weiß nicht, soll ich einfach so gehen? Du kannst entweder so gehen oder du kannst hier ein Kostüm. Geh doch als Bob der Baumeister und ich gehe als Dings, als Sally von Monster AG. Das war ein cooles Kostüm, was ich habe. Ey, das war ein richtiges Halloween-Kostüm. Was hast du dir genommen? Ey, du gehst als Dings, der James Bond, gell? Hey, richtig cool. Du kannst aber auch cool. als das Biest... Ey, zieh dir mal den Biestkopf hier an. Das könnte vielleicht auch cool sein, statt der Brille. Gott. Dann siehst du aus wie so ein Typ, der einfach so richtig Business macht, aber gleichzeitig ein böses Monster ist. Perfekt. Ja, ist gut. Sieht gut aus. Ja, sieht perfekt aus. Hast noch nie besser ausgesehen. Okay, dann zeig mir mal, wo die Halloween-Party ist. Was geht da ab? Sind da viele Leute am Start eigentlich? Ich war noch nicht da, keine Ahnung. Ach, ich hab nur einen Flyer gesehen. Hast du einen Flyer gesehen? Achso, okay. Stimmt, die haben ja... Ah ja, stimmt! Die machen doch Werbung an den Bushaltestellen gerade dafür. Echt? Ja, guck, da steht's sogar dran. Halloween Party, Trick or Treat. Das dürfte, glaube ich, hier irgendwo in der Nähe sein. Aber wo ist denn das eigentlich? Alter, das sieht schon krass cool aus. Das sieht mega cool aus mit diesen Bushaltestellen, gell? Guck mal, hier ist auch nochmal... Ja, keine Ahnung. Also es ist ein bisschen... Gruselig. Okay. Hey, da ist ein Kind. Entschuldigung, wo geht's? Lass mal das Kind erschrecken, warte. Ach, okay, so macht gar kein Monster. Nein, ich glaube, er hat sich aber erschrocken. Hast du dich erschrocken, Kleiner? Oh mein Gott. Er ist zu einem Wolf geworden oder sowas in der Art. Entschuldigung? Hä? Alter, der ist gerade einfach weggesprungen. Was ist denn da gerade passiert? Der hat sich gerade in einen Werwolf verwandelt und springt da jetzt einfach so herum. Und springt jetzt auf irgendwelche Häuser drauf und jetzt springt er da hinten. Wow, Halloween ist echt eine komische Zeit, um zu leben. Also, hey, da hinten ist, glaube ich, die sind alle auf dem Weg zur Party. Ich habe hier gerade mit dem guten alten Drake geredet, der hat das mir gesagt. Guter alte Drake. Der gute alte Drake. Der gute alte Drakey. Das ist hier, glaube ich, die Halloween-Party. Ja, guck mal, die haben hier auch so ein kleines Kaffeeschild. Oh, da ist auch jemand, der gerade... Ey, das ist doch Ron, oder? Ist das nicht Ron? Ja. Ey, alles klar, Ron. Hi, Ron. Hey, wir wollten zu deiner Geisterparty reinkommen und wir sind eigentlich bereit. Das sieht cool aus, hä? Findest du nicht auch? Wo ist eigentlich dein Kostüm? wo sind eure Eintrittstickets? Oh, ups. Du hast gar nicht gesagt, dass wir Eintrittstickets brauchen, Mann. Ich dachte, wir können einfach so auf die Halloween-Party. Ich wusste das selbst nicht. Ach, Spaß, Jungs. Auf meine Party darf jeder rein, der gruselig ausschaut. Oh, alles klar. Cool. Coole Sache, Ron. Alter, da drin sieht's ja voll fett aus. Ich sehe die Leute schon richtig drin tanzen. Wir sind richtig am Updancen. Yo, Ron, können wir dann schon mal... Ich bin übrigens der Halloween-Party-Veranstalter. Ach so, du bist der Halloween-Party-Veranstalter. Ja, dann lass da einfach am besten mal schnell reingehen. Ich möchte mir schon den ersten Halloween-Cocktail geben. Oh, yeah. Oh, so, das ist eine richtig gute Idee. So, vielleicht haben die auch wieder schwarze Cocktails oder sowas. Oder so ein Cocktail in einem Kürbis drin, gell? Oder ein Cocktail in einem Cocktail. Oh, stimmt. was hat er gesagt? Kommt rein, ich freue mich schon auf euch. Alles klar. Oh, hier sind ja richtig viele Leute am Stadion. Richtig geil, Mucke. Aber es ist einfach fast niemand verkleidet, gell? Setz mich schon mal hin und fang schon mal an, den Cocktail zu trinken. Gönn du dir schon mal den Cocktail? Ich frage, was bei den Leuten hier abgeht. Was geht ab, Leonie? Hey, die Party geht ja voll ab. Ja, Leonie. Hey, Tom, alles klar bei dir? Das ist ja voll heftig, Mann. Oh, die Leute scheinen ja richtig abzugehen. Erster Cocktail schon mal weg, hä? So, was geht ab, Lisa und Mike?
Wow, die Party ist ja voll krass. Nur noch Gucci, Bratan. Ich trag nur noch Gucci. Hat er immer gesagt. Okay, alles klar. Was ist mit dem Dein-Tan? Was ist los, Kumpel? Warum sitzt du da so alleine? Ich hab so Hunger. Der Cocktail-Fans. Der Cocktail-Fans. Das ist doch eigentlich eine ganz coole Party hier. Die haben hier auch richtig viel Schmuck und sowas. Und hier sind noch Kisten. Ey, was? Ich hab daran irgendwas gehört. Irgendein Segen oder sowas. Irgendjemand hat da gerade eben irgendwas abgesägt. Könnte ich schwören, dass ihr... Hey, da kommt ein Wolf gerade runter. Hey, da ist ein Wolfsjunge. What? Und der Wolfsjunge macht... der macht grad, alles kaputt. Der macht gerade die Einrichtung kaputt. Oh, da kommt noch einer. Hey, der eine macht gerade die Fenster kaputt. Yo, Alter, was geht denn hier ab? Die haben den ganzen Flur zerstört. Alter, die haben... Die Raudis. Die haben hier einfach ein bisschen die Party gegrieft, gell? Okay, alles klar. Aber die sind wo kamen die her? Aus der VIP-Lounge. Die ist oben, aber das waren doch gar keine VIPs, oder? Weiß ich nicht. Ich wollte mir eigentlich noch die... Oh, das ist die Damentoilette. Ich glaube, das ist Roman. Ja, ja, ist ja Roman. Gut. Ist ja gut, ich gehe nicht rein. Ich gehe nicht rein. Wir können hier in die Männertoilette mal gehen. Vielleicht ist hier noch was. Junge, hier hat einfach jemand seinen Kamm und seine diese Seife. Toilettentüren sehen aus wie bei SpongeBob. Ja, Mann, die sind... Alter, die gehen sogar oh so auf. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott. Das ist ja mal mega die coole Toilettentür, Mann. Nicer Club. Das ist echt cool. Ey, hier sind sogar richtig viele Pissoirs. Finde ich gut, ey. Das ist mal ein richtig gutes Highlight. Lass doch hochgehen in die VIP-Lounge und gucken, was da oben so abgeht. Alter, Junge, mit Billard und sowas. Können wir eigentlich hoch? Ich weiß es nicht. Wir können ja mal Laura fragen, wie sie die VIP-Lounge findet. Wo ist Laura? Ach, da. Spielt hier Laurel. Alleine Dings Kicker spielt die hier. Wer spielt eine Runde mit mir? Ach, ich nicht. Ich glaube, ich spiele auch nicht mit dir, Laura. Aber kann man hier die Fenster aufmachen? Nee, ne? Das ist so ein Club, wo innen drin die Ventilation so abgeht. Ja gut, warum gibt es eigentlich in diesem Club hier einfach so Hantelbanken, gell? Das ist halb Muckibude, halb Club. Ja, ja, das ist ja eine schöne Kombination. Okay, so wie es aussieht, ist das hier sozusagen die Party. Also es geht hier schon ganz gut ab, aber ich bin mir nicht so... Oh, da kommen Leute runter. Hey, Ron, alles klar? Oh, der verschenkt hier gerade so... So ein paar Halloween-Kürbis-Dinger da zum Süßigkeiten sammeln. Lasst unser Halloween-Spiel beginnen. Es gibt ein Halloween-Spiel? Oh, wir sind hier mit den Kindern ein bisschen unterwegs. Gute Sache. Wir sind die Einzigen, die so Ganzkörperanzüge tragen. Ja, ist echt so. Die haben alle nur so Steampunks so ein bisschen. Ja. Während dieser Halloween-Nacht die meisten Süßigkeiten durch das Klopfen an der Türen kriegt, gewinnt. Ah, der Gewinner erhält den Halloween-Meisterpokal. Krieg ich noch einen Cocktail? Lars will einen Cocktail vom Halloween-Meisterpokal, gell? Wir treffen uns um 4 Uhr morgens wieder hier. 4 Uhr morgens? Was? Alter, wie lange gehen wir denn Süßigkeiten sammeln? Das ist nicht irgendwie gefährlich, so lange rauszugehen? Na gut, alles klar. Gut, dann lassen wir uns von den kleinen Kinderwölfen wahrscheinlich mal fressen. Gut, Ron. Wir sehen uns später, Alligator. Ciao, ciao. Komm, Lars, wir gehen und holen uns da 3-2-1. Viel Glück. Komm, Lars, bevor die Kinder uns einladen. Oh mein Gott, die Kinder haben uns schon eingeholt. Hey, ihr kleinen Kinder. Los, geht weg hier. Wir gehen geradeaus. Komm, lass geradeaus gehen, Lars. Ich habe einen guten Weg. Ich habe eine gute Session. Die einen Kinder sind nach da gelaufen, nach da hinten. Die anderen laufen in die Stadt. Ich bin ja ein Monster, so ein Biest. So. Ja. riech mal die Süßigkeiten. Du musst die Süßigkeiten riechen. Hier, schön. Das sind doch die perfekten Häuser, wo wir eigentlich klingeln können. Hier. Guck mal, da ist schon das Erste. Das sieht so aus nach einem wohlhabenden Haus. Die geben bestimmt richtig viele Süßigkeiten. Der sitzt sogar am PC. Pass auf, guck mal, ich zeig dir, wie das eigentlich geht. Eigentlich sitzt er auf dem Tisch. Ja, der sitzt echt auf dem Tisch, gell? Der fliegt einfach. Der hat magische Kräfte. Ja, aber levitiert einfach. Hey, klopf, 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 klopf. Hallo? Süßes oder Saures? Wir brauchen viele Süßigkeiten, damit wir den Pokal gewinnen können. Hey, wer klingelt hier um diese Uhrzeit? Oh Mist, ich glaube, der macht nicht auf. Das sind diese miesgrimmigen Leute. Ah, okay, gut, wir können es dann im anderen Haus probieren. Als ob ich jetzt noch die Tür aufmache. Ja gut, dann spiel doch weiter da dein Spiel. Er spielt bestimmt auf Facebook diese schlechten Spiele, ja, kennst du? Der spielt bestimmt gerade Dings Candy Crush. Facebook Games. Hier, der hier drüben, der hat bestimmt richtig Bock, uns was zu geben, oder? Hier haben die einen fetten Porsche drin stehen. Ne, die haben kein Auto. Mist, vielleicht sind die gar nicht so wohlhabend, wie wir uns das vorgestellt haben. Hallo? 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 Klopf, ah, klopf. Guck mal, die guckt gerade Fernsehen. Die ist gerade da links. Klopf, 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 klopf. Süßes, klopf, klopf. Sonst gibt's Saures. Oh nein, schon wieder Halloween. Oh. Was? Was heißt hier schon wieder Halloween? Ich kann sie ganz genau sehen. Machen Sie mal hier die Tür auf und geben Sie uns mal was Süßes. Sonst gibt's nämlich Saures. Nervende Kinder wollen wieder Süßigkeiten. Klingelt woanders. Oh Mist. Okay, gut, gut. Dann gehen wir woanders hin.
Okay, hör zu. Wir versuchen es einfach. Ah, nein, schon wieder Halloween. Was? Der Typ wiederholt sich, glaube ich, die ganze Zeit. Ich glaube, der ist bisschen verrückt oder sowas, weißt du? Vielleicht hat er so ein Der nervende Kinder wollen wieder Süßigkeiten. Weißt du, was der hat? Der hat so einen Plattenspieler aufgestellt. Der das dann immer wieder wiederholt. Komm, lass mal hier hingehen. Die sind safe zu Hause, oder? Klingelt woanders. Jetzt einfach so eingesprochen. Ne? Eingesprochen und spielt es einfach nur ab. Da drin ist doch bestimmt jetzt jemand. Klopf, 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 klopf. Hallo? Süßes Hallo, oder ist da jemand? Ich weiß ganz genau, dass Sie zu Hause sind. Kommen Sie raus, geben Sie uns was Süßes. Oh mein Gott, ich habe aus Versehen die Tür aufgemacht. Hast du die Tür aufgemacht? Oh Mann. Oh mein Gott. Bruder, tu so, als ob wir nicht zu Hause sind. Ich glaube, die denken, dass wir hier einbrechen wollen oder sowas. Psch, glaubst du, sind hier Leute drin? Oh mein Gott, oh mein Gott. Tatsache, guck mal, der eine Typ versteckt sich hinter dem Schrank. Siehst du den? Der versteckt sich hinter dem... Ja, Mann, der eine wir liegt müssen doch einfach leise auf dem Boden. Sein. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Hä, wo ist der andere? Der eine versteckt sich auf dem Boden, damit wir ihn nicht sehen. Oh Mann, die verstecken sich, um bloß nicht die Tür aufzumachen, um uns die Süßigkeiten zu geben. Oh, guck, da versteckt er sich einfach. Hoffentlich gehen die gleich wieder. Oh Mist, Lars. Ich glaube, bei denen können wir auch nichts holen. Oh Mann, den anderen habe ich aber nicht mal gesehen. Ach, der andere versteckt sich bestimmt im zweiten Stockwerk. Ich habe einen gesehen, der lag da auf dem Boden. Ja, der eine liegt ja auf dem Boden. Der flüstert zu dem einen. Aber wie, wo ist der andere? Hä, sind das Gangster oder so? Weiß ich nicht, aber die wollen uns auf jeden Fall keine Süßigkeiten geben. Lass mal hier sonst gleich eine Mülltonne umtreten, wenn die uns nichts geben. Klopf, 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 klopf. Hallo, Süßes oder Saures? Wir können Sie ganz genau sehen, wie Sie da gerade verabhauen, Mann! Alter, die sind schon alle ein bisschen gruselig. Warum sind die denn so sauer? Weiß ich nicht. Entschuldigen Sie bitte, junge Frau. Wir haben bisher auch noch gar nichts bekommen. Junge Dame, bitte mach es immer die Tür auf, bisschen Süßigkeiten. Ich muss morgen früh auf die Arbeit. Hauptsache, die fetzt nicht da Dings die Abendshow noch ein bisschen, gell? Und sagt so angeblich, sie muss schlafen gehen. Okay, gut, junge Frau, dann gehen wir halt eben wieder. Oh Mann, okay. Was sollen wir machen, Alter? Was hast du da? Was isst du da? Ich hab mir ein paar Steaks gegönnt. Willst du auch einen? Hier. Ich esse jetzt einfach mein Dings hier. So. Hast du Süßigkeiten dabei? Mann! Oh, lass mal hier eine Mülltonne von der Clowns, hat sie verdient. So, was machen wir jetzt? Ohne diese Süßigkeiten können wir keinen Dings gewinnen, keinen Pokal gewinnen. Und dann kannst du aus dem Pokal keinen Cocktail trinken. Das heißt also, was sollen Aber wir machen? Aber ich will einen Hey, aus dem Boden kommt gerade eine Hexe. Hey, Hexe. Oh, was für zwei zielstrebige große Jungs. Was in drei Teufelsnamen war das? Entschuldigung, ihr braucht wohl Süßigkeiten. Ja. Alter, die hat mich vergiftet einfach. Hey, ja, Süßigkeiten. Ja, perfekt, Lars, nimm die mit. Wir müssen alle mitnehmen. Okay. Wir müssen diesen Ding gewinnen. Schokolade. Hören Sie zu, wir brauchen noch mehr. Alter, die wirft hier so Dings, Schadenstränke einfach. Hey, ich habe nochmal Gift bekommen. Ich habe ganz, ganz viele. Ihr werdet bestimmt zu Halloween meistern. Warte, nimm die Milch. Oh, ich nehme die Milch, danke, Mann. Oh, gute Geschichte. Oh, Junge. Okay, danke, Mann. Oh, lecker Schoki. Lass mal die Schoki mitnehmen. Na, dann folgt mir. Oh, Junge, die wird uns bestimmt... Alter! Ich brauche noch eine Milch. Ich brauche eine Milch, Mann. Diese Hexe scheint ein bisschen aggressiv zu sein. Und ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob wir der vertrauen sollten. Allerdings gibt sie uns Süßigkeiten und wir können der ganz gut eigentlich folgen. Oh mein Gott, Lars. Sechs Bonbons, 5 Schokolade, 7 Bonbons, 6 Schokolade. Oh mein Gott, Lars, das ist ja der Overkill. Guck dir das mal an, ey, wir werden zu den Meistern. Oh, aber lecker Schokri. Wenn die anderen genauso viel Glück, also keiner wird von uns genauso viel Glück. Alter, das ist ein Süßigkeitenhaus hier. Alter, wie heftig ist das denn, Lars? Das müssen wir uns auf jeden Fall gönnen, Mann. Da drinnen sind bestimmt alle Süßigkeiten auf der gesamten Welt drin gebunkert. Warte mal. Wow, okay, egal. Die hat sogar heftige Kuchen hier. Guck mal, die können wir mal probieren. Kuchen. Ich habe sogar den Kuchen ein bisschen angeknabbert. Oh, Alter, lass reingehen, Mann. Das ist bestimmt voll die Kuh. Oh, Alter, überall ist... Oh, hey, die hat mich so ein bisschen festgefroren, so ein bisschen... Oh, danke, Mann. Irgendwie muss man immer... Ich mach mal die Tür zu. Oh, vielen lieben Dank, dass wir hier sein dürfen. Selber super toll. Die Frau, gell? Oh ja. Ich mache euch sehr, sehr glücklich. Ich glaube, wir kriegen da richtig schlechte Zähne. Denkst du? Aber ich habe schon 35 Bonbons und so. Also, gute Frau, kannst du uns vielleicht noch ein paar mehr Bonbons geben? Oh ja. Das ist genau das, was ich meine. Juhu. Du hast ja auch coole Öfen und sowas dastehen. Cooles grünes Feuer da drin. Oh, jetzt hast du mich wieder vergiftet. Sag mal, ist es. Oh, die hat sich selber umgebracht. Was passiert denn jetzt? Was? Hä? Hallo? Hallo, entschuldigen Sie bitte. Was? Wir werden eingesperrt. Hey,
Was ist das hier? Hallo? Oh oh. Oh oh. Oh Mann, nur noch das letzte Haus und dann haben wir alle Häuser abgeklappert und dürften eigentlich gesamten Süßigkeiten hier aus dem Dorf eigentlich geschluckt haben. Lars? Oh Mann. Was? Oh Mann. Wo bist du hin? Oh Mann. Lars, ich bin hier hinten. Oh mein Gott. Mann, ich dachte, Alter, wieso? Ich hab doch gedacht, wir treffen uns beim letzten Haus. Da wollten wir doch gemeinsam abstauben gehen. Ich hab gehört, die geben hier richtig viele Süßigkeiten, Mann. Auf geht's. Es ist übrigens schon absolute Mitternacht. Bist du dir sicher? Ich hab, glaube ich, nicht so gute Sachen. Egal, ich vertraue dir. Oh mein Gott, guck mal, da war schon einer. Hendrik war da schon. Oh Mann, Mist, ey. Kannst du mir vielleicht was Süßes abgeben, Herr? Ja, sie müssen uns unser eigenes Süßes holen. Komm jetzt. Okay. Ich bin Emily bei dir. Emily war auch schon hier. Oh okay, Mann. Relax. Oh nein, Finn. Oh, Finn war auch schon hier. Lars, wir sind viel zu spät. Was ist da? Nicht klingeln. Oh oh. Was meint ihr mit nicht klingeln? Meint sie das? Meine Finger jucken. Meine Finger jucken. Hau auf, was ich sage. Okay, ich hab drauf gedrückt. Was war das? Yo. Oh mein Gott. Jo. Hey, die Tür ist von alleine aufgegangen. Ja, was? Was war das denn? Junge, wir wurden einfach in den Raum gesaugt. Wir wurden ins Haus gesaugt. Jo, warte mal, nimm mal deine Fackel aus. Das ist mein Großcousin. Boah, hier ist richtig dunkel, wenn man keine Fackel in der Hand hat, ne? Ah! Hier ist gar kein Licht, ey. Ohne unsere Fackeln sind wir geliefert. Mach mal aus, komm mal her, mach mal aus. Jetzt guck mal das Ding an. Ja, ja. Aber was machen wir hier drin? Hier ist gar kein Hier ist eine Schiene. Hier ist ein Schienensystem, Alter. Warte mal. Ey, Alter, da sind Süßigkeiten drin. Apple und Minecarts. Ja, aber Apple sind keine Süßigkeiten, Roman. Ich weiß, ich hasse Gemüse. Das ist auch kein Gemüse. Ich fahre jetzt als Erster, okay? Los, gib Gummi. Ich hol mir die Süßigkeiten. So, Süßigkeiten. Oh, ich sehe nichts. Großes Gruseln. Ich weiß auch nicht. Oh mein Gott. Oh, Alter. Oh, Alter. Was? Lass, ich bin Roman, mir nicht, ich das bin mir große nicht, Gruseln. Ich bin mir nicht so ganz... Oh mein Gott, Alter. Ich weiß nicht, wo wir sind, Mann. Aber hier... Drei Teufelsnamen sind wir. Wir sind aber hier schon eigentlich alles okay. Sind wir hier? Weiß ich nicht. Ich weiß doch nicht, wem dieses Haus hier gehört. Süßes oder saures? Da drinnen ist ein Gefängnis oder sowas. Oh mein Gott. Warum ist das Licht ausgegangen? Lass einfach mal den Flur entlang gehen. Ich glaube, der Typ, hier ist bestimmt irgendwo ein Besitzer von dem Haus. Der wird uns bestimmt erklären. Hey, hier ist mein Kopf. Dein Kopf? Ja. Spannend. Stimmt. Ha, lässig. Okay, hier trinkt er. Hier kann man die... Ah, die kann man... Alter, hör jetzt auf mit dem Mist. Du willst mich hier ein bisschen... Ich hab doch nur einen Vorhang auf und zu gemacht. Ich bin voll erschrocken, Mann. Relax mal. Alter, hier ist was dunkel. Hey, hier ist eine Küche. Vielleicht gibt's hier Süßigkeiten, Mann. Warte mal, ich hab ne... Ich stell mal meine Fackel ab, damit wir hier ein bisschen besser gucken können. Aber hier hinten ist ganz dunkel. Was ist? Oh mein Gott, hinter dem Schrank ist ein Typ! Oh mein Gott! Ach, oh mein Gott! Oh mein Gott, da kommen noch mehr Typen. Alter. Ich habe meine Fackel verloren. Gutes Fleisch ist rohes Fleisch. Ja? Was steht ihr hier so faul herum? Wir wollten Süßes oder Saures. Verstehst du? An die Arbeit! Wir wollten gar nicht zum Arbeiten herkommen. Oh, er hat mir ein Messer gegeben. Und es klebt noch ein bisschen, Ketchup dran. Hören Sie zu, die Kunden wollen ihr Essen haben. Hören Sie zu. Husch, husch, noch schneller arbeiten. Ich weiß nicht mal, was ich arbeiten soll. Wo überhaupt diese Kunden? Wo sind die Kunden? Es gibt keine. Schneller, habe ich gesagt. Lass, ich weiß nicht, ob wir hier wirklich bleiben. Oh mein Gott. Es ist alles wieder ausgegangen. Hallo? 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 Mach mal Licht, bitte. Ich weiß nicht, hast du Licht? Alter, da laufen irgendwelche unsichtbaren Gestalten. Hey, hast du eine Fackel noch? Ja, ich hab hier. Gib mir mal bitte deine Fackel. Ich hab keine Fackel mehr. Hä? Wo sind die hin? Ich weiß es nicht. Hallo? Alter, die sind Roman, bleib bei mir, bitte bleib bei mir. Sind einfach alle wieder weg. Warte, ich geb dir eine Fackel. Gib mir bitte eine Fackel. Was ist hier nur los? Ja. Meine Fackel wurde einfach geklaut. Oh, danke, Mann. Okay, alles gut. Lass mal wieder in den Flur gehen. Da ist meine Fackel wieder. Ich hab meine Fackel wieder. Oh mein Gott. Wieder mit. Das ist eine verzauberte Fackel. Junge, was ist da los?
Okay, alles gut. Lass mal wieder zurück zu den Schienen und einfach mal rückwärts wieder hochgehen, oder? Also ich würde einfach wieder rückwärts wieder hochgehen. Alles gut. Einfach wieder zurück. Lass die Dings, die Minecarts einfach abbauen. Nimm mal meinen auch bitte mit. Ja. Danke. Oh mein Gott! Oh mein Gott, was? Renn! What? Alter, da sind Monster hinter uns. Oh Gott, such einen Platz. Geh da rein. Oh mein Gott, versteck dich. Okay. Alter! Was sind drei Teufels? Das Licht ist wieder aus. Hörst du die? Ja. Nicht die Fackel in die Hand nehmen. Okay. Ich glaube, die gehen wieder. Hörst du das? Oh Mann. Die gehen hier. Irgendjemand läuft hier herum. Ich glaube, das bin ich. Warum sind wir hier in einem Klassenzimmer? Was ist das hier? Was ist das? 2 + 2 ist gleich Fisch? Kräutersalz. Oh mein Gott, sie sind dumm. 2 + 2 ist Fisch. Guck mal, hier ist schon wieder so ein Vorhang ohne Sinn. Kräutersalz mit Knoblauch. Was ist das hier? Hier ist auch so ein Hexenkessel, wo gerade eine Karottensuppe oder sowas gekocht wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir können, glaube ich, nicht zurückgehen. Warum? Der Typ musste für immer nachsitzen. Der Typ, das ist der für immer nachsitzen musste. Oh nein. Okay, hör zu, Lars. Wir müssen uns jetzt irgendwas ausdenken, dass wir hier rausgehen können. Glaubst du, wir können einfach wieder rückwärts gehen? Weil ich bin mir nicht so ganz sicher, chill. Ich glaube, da sind noch Dings. Soll ich gucken? Ich habe keine Ahnung, Mann. Wer macht denn hier eine Karottensuppe? Ich weiß es auch nicht, Alter. Das ist eine ganz miese Situation. Okay, was machen wir? Sag an. Ich weiß es nicht, Roman. Ich weiß es nicht. Professor Dr. Rotfaust. Da! Hä? Entschuldigen Sie? Diese blöde Schule. Ja, ich glaube, wir sind geliefert. Seit 413 Jahren bin ich hier. 413 nur, ist ja glatt ein Jährchen älter als du, ne? Hören Sie zu, Professor Rotfaust. Und diese Schüler werden auch nicht schlauer. Ja, wenn man mal da hinten hinguckt, der Schüler sieht echt so aus, als ob er schon 413 ist. Okay, setzt euch erstmal hier hin, ihr zwei. Alles klar. Gut. Okay. Wir wollten eigentlich nicht in den Unterricht gehen heute, sondern wir wollten eigentlich nur Süßigkeiten sammeln. Verstehen Sie? Wisst denn wenigstens ihr, vor welcher Mischung Vampire am meisten Angst haben? Kräutersalz mit Knoblauch vielleicht? Ja. Oh, wenigstens etwas wisst ihr. Oh. Gar nicht mal so schlecht, Lars. Richtig gute Antwort, Alter. Aber hören Sie zu, wir suchen eigentlich den Ausgang aus diesem komischen Ding hier. Verstehen Sie, wie ich das meine? Sie sind ja eigentlich auch so ein richtig witziger Kerl, so. Deswegen können Sie mir vielleicht sagen... Hä? Was? Hallo? Ich weiß nicht, was es da ist. Mach das mal wieder zu, ganz schnell. Ja, ich würde das auch zumachen. Das ist eine Falltür mit Spikes unten. Und du wirst da aufgespießt, wenn du da runterfällst. Der Typ hat sich... Was ist hier los? Was ist hier los? Dieser Lehrer hat einfach gerade ganz kurz uns unterrichtet und danach hat er sich instant umgebracht. Einfach. Aber was ist... Mann, okay, hör zu. Ich will nur Süßes haben und hier gibt's eine blöde Karottensuppe und... Lass doch... Ich will hier raus. Hör zu. Oh mein Gott, das bist nur du. Alles gut. Hier, dieser Tunnel. Mach die Fackel aus. Oh, sorry. Lass einfach durch den Tunnel hier gehen, ohne dass wir irgendwie Aufmerksamkeit oder sowas erregen. Okay, ich halte uns den Rücken frei, okay? Machen hier die Tür zu. Einfach den Rücken frei. Mach die Tür zu. Okay. Alles gut. Okay. Und jetzt einfach nur hier durchgehen. Okay. Oh, siehst du? Was? Oh! Was? Lucy hat das Spiel betreten. Hi Lucy. Hi. Hey, Lucy! Hallo? Oh. Hi. Du, Hey! Hi, Lucy. Hör zu, wir, Komm mit. Ja, okay. Ich zeige euch, wo der Aufzug ist. Fliegt die da gerade? Ja, ich glaube, die kann fliegen, Alter. Du, Lucy, hast du gerade auch diesen blauen Blitz an der Decke? Oh, wow, Alter, ist da gerade ein Geist geflogen? Ah! Ja, oh Gott! Junge, hier fliegen voll viele Geister.
einfach die Geisterfabrik hier, ne? Lass mal der Lucy hinterherkommen. Hey, Lucy. Oh, danke dir, dass du uns den Geist, den Aufzug gezeigt hast. wir sehen uns dann, ne? Lucy, mach's gut. Ich halte die Tür auf, Roman. Tschüss, Warum Lucy. Steht sie da nur so rum? Irgendwie ist das ein bisschen gruselig gerade. Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt reingehen sollen. Sie hat nichts gesagt. Lucy? Sie hat uns nur den Fahrstuhl gezeigt. Lucy. Hallo. Ich glaube, sie, sie hat keine Augen. Okay, komm, dann lass einfach gehen. Lass einfach... Roman, ah! Lucy hat das Spiel verlassen. Ist einfach gegangen. Was? Warum? Warum ist hier gerade jemand Fremdes auf den Server gekommen? Und warum hieß sie Lucy? Ich kenne Lucy nicht. Das. Lass mal schnell weg von hier. Ha, das ist der Button, glaube ich, den wir drücken müssen. Soll ich ihn schnell drücken? Schnell weg von hier, bitte okay, drück ihn. Schnell weg zu. Okay. Ich glaube. Oh! Der Boden! Oh mein Gott! Der Boden! Ich falle! Ich falle, Roman! Oh mein Gott, wo falle ich denn hin? Wo sind wir? Ich sehe nichts! Alter! Hey! Wow! Hä? Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt nicht klingeln. Wollen wir nochmal klingeln? Ich glaube, das reicht für heute mit Halloween. Ich würde sagen, wir haben... Wo sind die anderen alle? Irgendwie sind alle Kinder weg. Und ich glaube, es ist schon 2 Uhr nachts oder sowas. Und deswegen sollten wir schleunigst nach Hause gehen.